Modehaus Hartwimmer in Eckenfelden. Modebewusstes Einkaufen für die ganze Familie. Immer mit den neuesten Trends, fachkundige Beratung und eine werthaltige Auswahl. Modehaus Hartwimmer. Seit 145 Jahren stehen wir für Qualität in Mode. Ausklang des Faschings fand heute am Faschingsdienstag die traditionelle Fischbrunnenduld am Eckenfeldner Fischbrunnen statt. Wir waren für Sie in Eckenfelden nochmal bei dieser tollen Tradition vor Ort und zeigen Ihnen nun ein paar Eindrücke. Die Fischbrunnenduld in Eckenfelden ist eine richtig alte Tradition. Sie besteht schon länger als der Faschingszug und selbst der besteht bereits über 40 Jahre. Also die Fischbrunnenduld ist eine sehr, sehr traditionelle Veranstaltung von uns. Die gibt es schon seit mehr als 40 Jahren. So genau weiß das, glaube ich, gar keiner. Die ist immer am letzten Faschingstag, am Dienstag, Faschingsdienstag nachmittags. Heute wieder bei sehr gutem Wetter zum Glück. Sieht man auch bei den ganzen Leuten, die heute da sind. Und da wird dann die letzten drei Male, sage ich jetzt mal so, nochmal die Garde-Marsch getanzt und das Prinzenpaar tanzt einen Prinzenwalzer. Die Faschingssaison 2023, die neigt sich ja schon langsam dem Ende zu. Wie viel Spaß hattet ihr denn in der Saison? Unglaublich viel Spaß. Also wir haben uns schon so wahnsinnig darauf gefreut, durch das, dass jetzt die letzten zwei Jahre gar nichts war. Und natürlich waren wir deswegen umso gespannt auf die ganze Saison. Und ja, dementsprechend war es auch wirklich. Also es war wirklich eine ganz tolle Zeit, ja. Und wann habt ihr denn schon mit dem Training für eure Tanzeinheiten begonnen? Also 2020 ist das Ganze festgestanden, dann auch, wer da mitmacht. Dann haben wir 2020 im September auch mit dem Training angefangen, dann aber nur ganz kurz, weil ja mit Corona wieder nichts ging. Und ja, eigentlich vollendet haben wir es eigentlich letztes Jahr, dann im September haben wir gestartet wieder und dann alles fertig gemacht. Ja. Und wie viele Faschingsauftritte habt ihr heuer so ungefähr gehabt? Also ich glaube, dass um die 50 Stück, 40, 50 Stück, glaube ich, sowas waren. Vor allem in der Faschingswoche, da war es halt dann ganz extrem, ja. Aber war echt schön. Meine Kinder sind ja Prinz und Prinzessin hier in Eckenfelden. Wie stolz seid ihr denn da drauf? Ungefähr so stolz. Ja. Das mitzuerleben dürfen und ist natürlich eine brutale Freude für uns. Unbedingt. Und ihr seid ja jetzt auch im Fasching ganz schön mit eingespannt, wie man heute ja auch sieht. Was macht denn für euch den Eckenfeldener Fasching so besonders? Die Freude, die man einfach da sieht, die man aufnehmen kann, spüren kann. Alle begeistert, sind jetzt begeistert. Man sieht, wie viele Leute das da sind und dass alle so sich wieder freuen, dass wir es machen dürfen. Ja, ich finde einfach, dass ein toller Fasching ist, er ist super gut organisiert. Und wenn man so tolle Truppen am Start hat wie unseren FCE, da muss man mitfeiern. Das macht halt auch dann richtig Spaß. Für Groß und Klein war allerhand geboten. Die Kleinen konnten zum Beispiel hüpfen auf der Hüpfburg oder sich am Dosenwerfen versuchen. Und du hast ja auch gesagt, du bist für die Organisation der Auftritte verantwortlich. War es denn recht anstrengend? Ja, die Auftrittsorganisation ist meistens dann noch ein bisschen vor dem Fasching das Anstrengendste. Quasi bevor es losgeht, überall anrufen, wann dürfen wir wo auftreten, wer möchte uns buchen. Das war sehr anstrengend. Und dann unter der Zeit dann ist es anstrengend, den Hofstaat zusammenzuhalten. Jeder muss zum rechten Zeitpunkt dort sein, dass man zum richtigen Zeitpunkt auftreten kann. Es ist teilweise sehr kurios oft, aber das kriegen wir eigentlich immer hin. Also haben wir dieses Jahr sehr gut hinbekommen. Also keinen Schwund zu verzeichnen. Nein, alles gut, alles gut. Ja, und die Faschingssaison 2023, die neigt sich ja jetzt dem Ende zu. Wollt ihr euch noch irgendwo bedanken? Ja, bedanken kann ich mich eigentlich bei allen Ex-Aktiven, das waren uns die typischen, wir sagen Exler. Die helfen uns bei ganz vielen Veranstaltungen, auch hier zum Beispiel Fischbrunnenduld. Da helfen uns ganz, ganz viele Leute. Und natürlich Mamas und Papas, die helfen. Wir verkaufen Kuchen, alles handgemacht wieder bei uns. Und bei der Stadt, eigentlich kann man sich überall bedanken. Also wir bekommen da sehr, sehr viel Hilfe als Verein. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Sandra, Happy Birthday to you. Vielen Dank.
Das war unsere Faschingsberichterstattung vom Fasching 2023. Wir hoffen, Ihnen haben unsere Beiträge von den Faschingshochburgen gefallen. Und wir freuen uns jetzt schon ganz stark auf den Fasching 2024. Da sind wir selbstverständlich auch wieder für Sie mit dabei. Modehaus Hartwimmer in Eckenfelden. Modebewusstes Einkaufen für die ganze Familie. Immer mit den neuesten Trends, fachkundige Beratung und eine werthaltige Auswahl. Modehaus Hartwimmer. Seit 145 Jahren stehen wir für Qualität in Mode.